ich bin in der Türkei groß geworden. Also zwischen meinem 16. und 19. Lebensjahr war ich in der Türkei. Deswegen komme ich in Deutschland immer noch mit einigen Sachen nicht klar. Und eins davon ist dieser Satz, ich glaube, wir müssen reden. Bei uns läuft das anders. Entweder haben wir gar kein Problem, ist alles besser. Ja? Aber wenn man ein Problem hat, dann wird einem nicht gesagt, ich glaube, wir müssen reden. Nein, man befindet sich blitzschnell in einem Streit, lautstark. Und bei uns werden die Probleme nicht zwischen zwei Menschen gelöst. Nein, durchschnittlich mit der ganzen Familie. Also wir haben die Gabe, uns alle gleichzeitig gegenseitig anzuschreien. Aber das Unglaublichste ist, am Ende findet man doch eine Lösung. Aber hier heißt es, ich glaube, wir müssen reden. Wir müssen reden. Ich glaube, wenn ich von meinem Vater sage, ich glaube, wir müssen reden, dann sagt er, ich rede jetzt gleich mit dir. Wo stehen eigentlich deine Türken ab bei uns waren? Also damals, vor hunderten von Jahren, die Türken, die kommen ja alle aus Asien, so aus, über China irgendwo, die kamen alle nach Pakistan. Da haben wir aber gesagt, weiterlaufen, weiterlaufen! Dann sind die alle von uns weg. Dann sind die alle erstmal nach Anatolien, dann alle hierhin nach Deutschland. Also wenn die auch damals gesagt hätten, weiterlaufen, weiterlaufen, dann wären die doch weg. Es gibt einfach keine Grenzen mehr. Wir können jetzt überall hin, einfach so. Wir gehen jederzeit nach Holland, um Pflanzen zu kaufen. Ich meine Tulpen. Oder wir können jederzeit nach Polen, um unsere Fahrräder oder Autos zu suchen. So, Ruhe, pass auf. Ich werde euch jetzt was vorlesen. Wo ist das? Ja. Das heißt Romeo und Julia, das hat so ein Schwachkopf aus England geschrieben, ja? So, pass auf. Prolog. Das heißt der Anfangsblabla. Voll passiert. So, pass auf. Pass auf. Und dann sehen sie sich. Und dann erkennen sie sich. Und was machen die dann? Nicht pimpern oder so? Sie labern sich sechs Seiten nach voll. Sechs Seiten nach. Ich meine, mit den Jugendlichen von heute wäre das eine große Szene. So, pass auf. Der Nordeuropäer ist nicht so. Der Nordeuropäer ist organisiert, sachlich, zuverlässig. Wo ich ja nicht sagen möchte, dass der Südländer nicht zuverlässig ist. Nein, er ist auch zuverlässig. Er hat nur ein anderes Zeitempfinden. Ich sage mal so, die Nordeuropäer passen sich der Zeit an und die Südländer passen die Zeit sich an. Wie gesagt, ich war jahrelang in der Türkei, in Istanbul, und ich habe nicht einmal mitbekommen, dass zwei Menschen so einen Termin ausgemacht haben. So, ich glaube, ich bin nach 14 nach 3 bei mir. Das gibt's bei uns nicht. Bei uns sagt man, ich bin so um 3 bei mir. Mit dieser Handbewegung. Weil diese Handbewegung heißt, irgendeine Uhrzeit ab 3. Es kann 50 nach 3 sein. Es kann 2 Stunden nach 3 sein. Aber da regt sich keiner drüber auf. Nicht mal der Gastgeber. Der weiß es ja auch. Deswegen wird auch der Gastgeber rechtzeitig mit dem Essen fertig. So um 5:30. Bevor es an der Tür klingelt. Aber hier heißt es, ich bin am 14 nach 3 bei dir. Guck mal, zum Beispiel unsere Politiker. Wie sehen die denn aus? Unsere Bundeskanzlerin sieht aus, als würde sie heute noch von der Stasi verfolgt werden. Unser guter Wirtschaftsminister hat von Wirtschaft so viel Ahnung wie ich von chinesischer Patentkunst, also da nichts. Und unser Außenminister ist eine Witzfigur. Die müssen alle weg. Guck mal, wir müssen wieder das Vertrauen von unserem Volk kriegen. Wie sagt man so schön, wenn es dem Esel wohl ist, geht er aus Eis tanzen. Ja, den Zusammenhang verstehe ich aber nicht gerade. Ja, ich eigentlich auch nicht. Meine Damen und Herren, deswegen haben wir auch diese Krisenlandkrise. Ja, die nordeuropäischen Länder haben den Griechen Geld gegeben, haben gesagt, so zieht ihr Freunde in 20 Jahren abbezahlt. Was hat der Grieche verstanden? Unser täglich Brot gib uns heute und vergeben uns unseren Waffenverkauf, wie auch wir vergeben unseren Käufer. Und führe uns nicht in Versuchung, damit aufzuhören, nein, sondern beschenke uns mit weiteren Kriegen und Unruhen. Denn unser ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Schmerzen.